Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum 20. Teil My First Trade. Heute mit einer besonderen Erweiterungstechnik für die Tagesstrategie. Erstmal, wir haben ja letzte Woche nochmal gesprochen über die Risikoparameter. Also die beste Strategie der Welt ist nur so gut, wie du sie letztendlich umsetzt. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Strategie mit Sicherheit. Dann folgt aber nach der Strategie definitiv auch die Risikoparameter und natürlich du als Trader, wie du alles dann auch nach Plan umsetzt. Diese drei Komponenten sind für mich der Schlüssel. Ist egal, was du machst an der Börse. Du brauchst einen Plan, du brauchst eine Strategie und du musst auch wissen, wie viel Risiko du pro Trade eingehst. Okay, und da werden wir uns heute mit beschäftigen. Und zwar der Traum aller Trader Carlos. Wie kann ich einen Trade mal laufen lassen? So, dieses Thema widmen wir uns heute. Mal schauen, wie weit wir kommen. Aber erstmal möchten wir gerne noch einen kleinen Recap. Beim letzten Video, also Teil 19, haben wir gesprochen über Gold. Das war nämlich ein Trade, wo wir besser reingekommen sind. Das war dieser Gold-Trade. Wir erinnern uns für diese Strategie, wir haben eine Sonne, das ist das letzte Hoch. Wir haben die sehr gut ausgeprägte Heiken-Asche-Kerze, das ist diese hier. Dann sehen wir unser, wir nennen das Preisticket jetzt mal, hier. Dort, da ist der Trade letztendlich derjenige, der dann in den Gewinn läuft. Das heißt hier, ich mache das jetzt mal grün, können wir das besser sehen. Das ist das sogenannte Gewinnziel. Grün, Gewinnziel. Rot, dort oben, ist der Stop-Loss. Das heißt, wir arbeiten immer mit einem Stop-Loss. So, wir sind hier eingestiegen. Was passiert ist hier an diesem 23. Mai? Der Kurs geht erstmal nicht in unsere Richtung. Dann geht er wieder zurück, dann geht er wieder hoch. Und dann sehen wir hier unten, da wurde unser Trade mit Gewinn ausgeführt, respektive dann hier spätestens. Das heißt, wir haben ein wenig gebraucht. Warum ich das so sage, das ist immens wichtig, dass ihr solche Trades in der Vergangenheit euch nochmal anschaut, wie ein Trade sich generell entwickelt. Es gibt Trades, die gehen ganz schnell runter in den Gewinn. Es gibt Trades, die erstmal einen Umweg nehmen, etc. Was aber feststeht, dass dieser Impuls, den wir haben, das heißt, das letzte Hoch oder das letzte Tief, je nachdem, aus welcher Perspektive man schaut, mit den gleitenden Durchschnitte, dass wir also die letzten 5 Tage nochmal Revue passieren. Wenn dann das Signal kommt, dann haben wir eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Trade an diesem Punkt, wo wir einsteigen, in unsere Richtung läuft. Und zwar wisst ihr nochmal zum Schreiben, laut Statistik 94,7%. 94,7% aller Trades, die nach diesem Setup eingehen, kommen in den Gewinn. So, jetzt schauen wir uns mal an, wieder in der Rückschau. Es gibt einige Signale, meine Damen und Herren. Wir haben einmal Euro, weil es ist heute, wie ich die Aufzeichnung mache, der 10. Juni. Das heißt, wir hatten am Wochenende Wahlen in Europa. Und ja, der Euro ist eigentlich hier ganz schön am Kämpfen. Euro-Kanadisch-Dollar, dann haben wir den Euro-USD. Für alle, die technische Analyse mögen, wir haben hier einen sogenannten Cluster, wo 100er, 200er, 50er, alle Moving Average sehr dicht zueinander kommen. Und das ist eigentlich meistens ein Anzeichen, dass es eine größere Bewegung in die eine andere Richtung geht. Was wir aber gelernt haben, ist, dass wir solche Trades nicht direkt reinspringen, sondern erst, wenn die Kerze fertig ausgeprägt ist, am Abend, sprich 23 Uhr oder am nächsten Morgen. Das Ganze gilt auch hier für den Neuseeland-USD. Wunderbar. Ein Filterkriterium möchte ich euch mitgeben, was man normalerweise nur in der Ausbildung lernt von mir. Und zwar, wie können wir sogenannte zähe Seitwärtsphasen rausfiltern? Eine Art, so einen Filter rauszunehmen oder reinzunehmen, mehr oder weniger, ist einfach die Abmessung der einzelnen Sonnen. Das heißt, wir haben hier ein Tief und da ein Hoch. Was ich irgendwann mal gemacht habe, gesagt, es muss mindestens 400 Punkte von hier bis nach oben sein. 400 Pips. Dazu haben wir eine Computermaus oder das Fadenkreuz. Bei der Computermaus ist genau hier das Rädchen.
Da drücken wir einmal drauf und dann messen wir jetzt mal von links gedrückt halten nach oben und dann sehen wir 361 Punkte oder in der Volkssprache Pips. Das würde bedeuten für mich, die 400 Pips sind nicht erfüllt und ich steige da nicht ein. Es gibt Trader, die dann trotzdem einsteigen, weil sie gucken sich das große Chartbild an, aber ich halte mich an den Plan, wir würden so einen Trade nicht nehmen. Wenn wir British Pfund Neuseeland mal nehmen, dann haben wir hier die rote Sonne und wir haben diese blaue Sonne, die verbinden wir und wir haben 651 Pips. Derjenige, der jetzt ein Foto schießt, sagt, aber Carlos, es sind ja 6512. Ja, wir müssen immer eine Dezimalstelle abrechnen. 651 ist ausreichend. Ob die Kerze letztendlich heute drüber schließt, das wird der Markt letztendlich entscheiden. So, wunderbar. Jetzt gehen wir aber rein in unsere aktuellen Bewegungen. Und hierfür nehme ich mal ein altes Signal von den letzten Tagen, und zwar Audi Schweizer Franken. Ein spezieller Markt, aber es passt gerade, weil wir den gerade noch offen haben und das Signal hier ist. Hier sehen wir, dass wir ein Short-Signal bekommen haben. Also hier ist das Stop-Loss, da sind wir eingestiegen und der Trade ist innerhalb von 3 Tagen hier direkt in den Gewinn gelaufen. Wie können wir aber ein bisschen mehr mitnehmen an Strecke und wo sind eventuelle Ausstiegsszenarien? Das möchte ich euch heute zeigen. Und zwar, ihr erinnert euch, ihr könnt den Trade einstellen, entweder ihr drückt hier oben drauf und riskiert 1% oder sagt, ich will 0,5% oder 0,25%, aber am Anfang würde ich nicht mehr als 0,5% euch empfehlen. Dann könnt ihr sagen, ich nehme ein CAV von 1:2 oder 1:3. Alles das wäre möglich. Was wir aber empfehlen am Anfang ist ja ein CAV von 0,10. Das bedeutet, wir gehen relativ früh aus dem Trade raus. Und zwar, wenn wir hier einsteigen, gehen wir hier schon raus. Jetzt wollen aber viele Trader, gerade auch die Fortgeschrittenen, sagen, Carlos, ich will einen Trade laufen lassen. Wie soll ich das am besten machen? Es gibt eine bewährte Technik, die ich seit Bestehen des Traders Club, also seit 15 Jahren, anwende. Und die zeige ich euch. Wir simulieren jetzt mal einen Stop-Loss dort oben. Wir haben hier unseren Einstieg. Und jetzt bitte notieren, ja, und das ist ja ein Kurs, also ein Videokurs, den könnt ihr euch ja stoppen und das euch notieren oder schnell Stift und Zettel holen. Also wir haben einen Stop-Loss und jetzt nehmen wir unser Gewinnziel nicht raus, sondern wir wollen unser Gewinnziel laufen lassen. Dazu, wenn man das von vornherein möchte, kann man eins machen in der Software. Man drückt hier auf den Sell-Button, geht auf CAV auf 1:2 mal in diesem Beispiel. Und dann ist folgendes, wenn ich jetzt eine Order platziere, verkaufe, habe ich hier oben meinen Stop-Loss, mache ich jetzt mal, zack. Und alle 2 Tage, und ich simuliere jetzt auch hier mal die Linie, die ist jetzt hellblau, alle 2 Tage, 1:2, nachdem wir eingestiegen sind, verschieben wir den Stop-Loss. Das heißt, die blaue Linie 1:2, also wir sind hier eingestiegen, 2 Tage rum. Ihr schaut nur einmal am Tag drauf, entweder morgens oder abends. Nach dem 2. Tag ziehen wir unseren Stop-Loss auf diese Signalkerze hier. Und jetzt jeder weitere Tag, ein weiterer Tag, ziehen wir den Stop-Loss ein Stückchen nach unten. Und zwar immer. Ihr seht hier dass die Signalkerze auf dieses Kreuz. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter und jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen tiefer. Und zwar hier. Das heißt, wir sind dann irgendwo hier. Genau. Dann gehen wir wieder ein Stück weiter. Und jetzt nehmen wir die Kerze. Und hier sehen wir, da ist der Punkt. Jetzt gehen wir hier rein. So, und jetzt sehen wir, dass wir uns immer einen Tag, dann haben wir hier den Stop-Loss, dann verschieben wir. Das Ganze kann man über Steuerung Alt-Taste, über eure Tastatur, ich hole mal die Tastatur, Steuerung Alt-Taste, könnt ihr euren Stop-Loss manuell verschieben. Ja, aber Carlos, es gibt auch einen Trailing-Stop. Natürlich gibt es auch einen sogenannten Schlepp-Stop übersetzt, einen Trailing-Stop, aber hier mit arbeitest du sicherer, weil du wie bei einem guten Rotwein nochmal genügend Luft dem Markt gibst, um sich zu entfalten. So, jetzt sind wir wieder einen Tag weiter und jetzt gehen wir in diesen Bereich hier rein. Das heißt, wir haben dann den Stop-Loss
in dieser Situation hier. Das heißt, wenn der Markt jetzt wieder ein Stück zurückkommt, haben wir genügend Luft. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann wäre das jetzt hier der Stop-Loss, 110 Pips. Und das Gewinnziel liegt jetzt schon bei 1:1. Das heißt, wir hätten hier schon 1% verdient statt nur ein Zehntel, nämlich 0,1. Diese Technik ist sehr, sehr ausgeprägt, indem wir genügend Luft dem Markt geben. Dass wir, es gibt ja die andere Art und Weise, sagen, man steigt ein und sofort Stop-Loss auf Einstand. Da hat man die Problematik oder die Herausforderung, dass der Markt, wenn durch irgendwelche News schnell nach oben dreht und man fliegt plus minus null raus. Aber man möchte ja irgendwie, wenn man sich schon entscheidet, dann will man auch so einen Home Run ablegen. Und Home Run bedeutet ja, ich will eine größere Bewegung traden. Wo steige ich denn aus? Hier gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Eine der Möglichkeiten, die wir jetzt hier gerade sehen, ist, wenn wir an einen signifikanten Unterstützung kommen. Und das ist der 200er gleitende Durchschnitt hier. Und da sehen wir auch die blaue Sonne. Das wäre so ein Punkt, wo ich sage, okay, wenn der sich jetzt hier nicht morgen oder übermorgen weiter nach unten bewegt, dann ist das hier die Bodenbildung. Die andere Variante ist, man zieht sich als Fortgeschrittene irgendwann die Fibonacci-Retracement ran, von links nach rechts. Und dann sehen wir hier, wir befinden uns am 38er Retracement, 50er und 61er. Die Zonen kann man mit reinnehmen. Das wären so Zonen, wo man sagen könnte, ich nehme die Hälfte der Position raus, 50%, lasse die andere Hälfte laufen. Warum ich das sage? Wenn wir uns auf Tagesbasis mal Werte anschauen, ich nehme jetzt mal einen Audi Kanadisch-Dollar, dann sehen wir, wenn ein gutes Signal kommt, dann kann es durchaus sein, dass der Markt richtig nach oben läuft. Meine Damen und Herren, das war ein bisschen mehr Theorie als Praxis. Also schaut euch das nochmal in Ruhe an. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr noch Fragen habt, was wir bei My First Trade machen wollt, könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren reinschieben. Ansonsten wisst ihr ja, die Werbung für dieses Video ist einfach nur, ihr müsst nicht zahlen, einfach nur den Daumen nach oben und natürlich unseren Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auch dort einfach auf Abo drücken, uns wird es freuen. Ja, bis dahin wünsche ich euch allen gute Trades. Diese Woche, es ist der 10. Juni, diese Woche findet die FED-Sitzung statt, also Notenbank-Sitzung, und zwar am Mittwoch. Da bitte aufpassen. Bis nächste Woche.